Ja, die Frage nach der richtigen Heizung ist eine sehr häufig gestellte, gerade jetzt mit den Entwicklungen, einen Ölkessel, einen alten Ölkessel zu tauschen durch erneuerbaren Energieträger. Ganz wichtig ist zu Beginn die Frage zu beantworten, in welches Gebäude muss diese Heizung passen, sprich wie gut gedämmt ist dieses Gebäude, wird da vielleicht sogar noch was verändert am Dämmstandard und erst dann kann man die richtigen Entscheidungen treffen, welches Heizsystem zu genau diesem Gebäude passt. Ja, bei der Heizungseinstellung gibt es verschiedene Parameter, die man sich anschauen kann. Einerseits die sogenannte Heizkurve. Die Heizkurve regelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur die sogenannten Vorlauftemperaturen, also wie heiß können zum Beispiel Radiatoren überhaupt werden in der Zentralheizung. Hier kann man also die Temperaturen absenken probieren, soweit es noch erträglich ist. Jede Absenkung spart im Endeffekt Energie. Und das Zweite ist dann das Einstellen im Raum selbst. Sehr viele zum Beispiel Heizkörper oder Radiatoren haben sogenannte Thermostatventile. Thermostatventile regeln in Abhängigkeit von der Raumtemperatur automatisch. Das heißt, da muss man nicht ständig rauf und runter drehen, sondern man muss einmal schauen, den richtigen Einstellwert zu finden, der ein behagliches Klima in diesem Raum schafft. Und das regelt dann automatisch. Das heißt, wenn die Sonne reinscheint in den Raum, es würde zu warm, dann schaltet die Heizung vollautomatisch ab. Beim Heizungstausch muss man verschiedene Dinge beachten. Zum einen gibt es Kundenwünsche. Gerade die Frage nach den Energieträgern ist sehr oft einfach auch vom Kunden stark bestimmt. Von den Möglichkeiten gibt es Lagerräume, gibt es Anschlussmöglichkeiten. Und dann ganz ein wesentlicher Punkt, die Heizung muss zum Gebäude passen, nämlich in der Dimensionierung. Die Heizung soll so klein wie nur irgendwie möglich und gerade so groß wie notwendig sein. Und man sollte nicht, was wir in der Beratung immer wieder hören, schon irgendwelche Zukunftsszenarien, die höhere oder niedrigere Wahrscheinlichkeiten haben, wie zum Beispiel, ja, vielleicht bauen wir einmal das Dachgeschoss noch aus. Das sollte man in der Investition wirklich nur dann berücksichtigen, wenn das mehr oder weniger gleichzeitig passiert und nicht vorausschauend. Eine zu groß dimensionierte Heizung hat schlechte Emissionswerte, teilweise deutlich verkürzte Lebensdauern, ist ineffizient und entsprechend zu teuer gekauft. Also so klein wie nur irgendwie möglich.